Cool. Tipptopp. Hi, hallo Alex, ich grüße dich. Willkommen zu ISNIX. Willkommen an dich und an alle. Wie geht's dir? Gut, danke. Und selber? Ja, wunderbar. Ich habe gerade so ein bisschen in mich hineinschmunzeln müssen und habe gerade so gedacht, naja, zum Glück machen wir einen Audio-Podcast und keinen Videopodcast, aber eigentlich hätte ich jetzt gerade zumindest einen Schnappschuss von deinem Gesicht hätte haben wollen, als ich dir gesagt habe, über was für ein Thema ich heute gerne sprechen möchte. Ach so, habe ich da einen besonderen Gesichtsausdruck gehabt? Ja, ich weiß es nicht genau, wie ich den interpretieren soll. Das darfst du mir gleich sagen, was du denn, wie es dir dabei ging. Auf jeden Fall war es ein überraschtes, warum auch nicht, wenn es sein muss, Gesicht, würde ich mal so sagen. Ja. Gucken wir mal, was du am Ende für ein Gesicht machst heute. Warum? Ich möchte nämlich mit dir über Videofluoroskopie sprechen heute. Ja. Ich weiß. Ja, ich weiß auch, dass du das weißt, aber du sahst gerade so ein bisschen aus, wie wenn du dir jetzt auch noch ganz viele andere Themen lieber aussuchen würdest als Videofluoroskopie. Aber ja, vor allem deswegen, weil du erinnerst dich an das Beef, das wir ganz am Anfang hatten. Da war ich so total pro Fes und du warst total pro Videofluoroskopie. Und dann, nee, ich war total pro Diagnostik. Yeah. Und dann habe ich das irgendwie, weiß ich nicht, letztes Jahr oder so, wollte ich es dann nochmal wieder neu machen. Und gedacht, hier, wir müssen unser Battle nochmal neu. Und da hast du gesagt, na, ich muss ein bisschen weniger strikt, ich muss ein bisschen mehr diplomatisch sein. Ja, und jetzt kommst du wieder und willst über Videofluoroskopie reden. Natürlich ja, heißt das, ich werde über die Fes reden. Ja, absolut, unbedingt. Sprich über die Fes. Sprich so viel über die Fes, wie du möchtest. Alles gut. Okay. Ja, natürlich. Es geht ja um Diagnostik. Es geht ja nicht um, welches Verfahren besser oder wie auch immer ist, sondern wann welches eingesetzt wird. Und das ist eine super gute Überleitung zum Thema. Also für mich steht dieser Monat jetzt gerade so voll im Zeichen der Videofluoroskopie. Und deswegen finde ich, ist es ganz wunderbar, wenn ich für mich den Monat auch ISNIX technisch mit Videofluoroskopie abschließe. Aha, okay. Und ich hatte so ein paar Erkenntnisse jetzt nochmal von verschiedenen Perspektiven und die möchte ich ganz gern mit dir teilen und mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in der Hoffnung und in der festen Überzeugung, dass wir dadurch vielleicht die Videofluoroskopie nochmal so ein bisschen nach vorne bringen können. Aha. In Deutschland oder Dach oder wo okay. auch immer. Heißt das, sie ist im Moment irgendwie als Diagnostikverfahren nicht hoch im Kurs? Okay. Nee. Oder? Also meiner Einschätzung nach ist es tatsächlich nicht so, dass dass nicht jeder Therapeut, wenn er eine Indikationsschulung sieht, die Möglichkeit hat, seine Patienten zu einer Videofluoroskopie zu schicken. Okay, ja gut, ja, okay, ja, das sehe ich ein. Das hat sich wahrscheinlich in den letzten Jahren nicht so sonderlich verbessert. Nee. Das wird ja sicherlich bei der Fies auch nicht anders sein. Also das wird ja sicherlich auch nicht so sein, dass jeder Patient wirklich unmittelbar Zugang zu einer Bildgebung hat, unabhängig der Art und Weise jetzt, ne? Wenn man jetzt nicht gerade das Glück hat, seinen Schlaganfall neben einer Uniklinik zu haben, beispielsweise. Obwohl ich glaube, das ist, also zumindest bei der FES ist das besser geworden. Also jetzt so bei den letzten Fortbildungen, wo ich da so rumgefragt habe, da merkt man schon, dass dieses, ja, jetzt redet er wieder von der FES, sich nicht mehr ganz so dramatisch auswirkt. Also es gibt immer mehr Leute, wo man halt in den Kliniken auch merkt, die haben sogar eine Schluckambulanz, da kann man seine Patientinnen und Patienten ambulant hinschicken. Es gibt erste logopädische Praxen, die ihre eigenen Fes-Geräte haben. Das ist schon cool. Ja, also klar, ne? Jetzt nicht so flächendeckend, wie man sich das wünschen würde. Aber auf dem Weg auf jeden Fall. Genau. Zu einer flächendeckenderen Versorgung auf jeden Fall. Ja. Und da würde ich schon sagen, dass die Videofluoroskopie noch so ein bisschen hinten ansteht. Okay. Also sicherlich so. Und die Frage ist ja so ein bisschen, warum ist denn das so? Woran hängt denn das, dass die Videofluoroskopie nicht so richtig, ich will nicht sagen, in die Puschen kommt oder wir nicht in die Puschen kommen oder die Radiologie oder wer auch immer da jetzt in der Verantwortung steht? Und ich hatte jetzt tatsächlich die
das große Vergnügen, einmal so ein bisschen einen europäischeren Blick auf das Thema zu haben im Rahmen der ESSD Winter School, wo wir uns 2 Tage mit Videofluoroskopie befasst haben. Und da waren eben Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen europäischen Ländern da. Und es war tatsächlich interessant, dass im Hinblick auf manche Aspekte die Herausforderungen exakt genau die gleichen sind. Okay. Und aber doch auch wieder sehr unterschiedlich, was so Herangehensweise angeht. Und da können wir sicherlich ganz viel voneinander lernen. Aber was ich eigentlich viel spannender fand jetzt, dass ich jetzt gerade vor ein paar Tagen in Berlin war und die Möglichkeit hatte, mit Radiologen mich intensiv auszutauschen. Und wir haben dafür so ein Fortbildungsprogramm quasi für Radiologen zum Thema Videokinematografie, Videofluoroskopie gesprochen und ein paar Filmaufnahmen gemacht. Und da war schon auch so ein bisschen die Frage, na, woran liegt es denn jetzt, dass weder Radiologen noch Sprachtherapeutinnen und Sprachtherapeuten da so richtig den Zugang dazu finden? Und das war total interessant, weil die Argumente, die man ja ganz oft hört, sind, naja, das gibt's halt nicht. Also ich habe, das bieten die halt bei uns nicht an. Ja. Und auf der anderen Seite aber ja auch dieses, wo kriege ich denn jetzt mein Handwerk her, um das wirklich zu forcieren? Und jetzt aber nochmal so mit dieser radiologischen Sicht oder diese radiologische Perspektive, die ich da nochmal jetzt mitkriegen konnte, so mein Ziel heute, natürlich mit dir darüber zu sprechen, aber auch so diese Botschaft rauszuschicken, diesen Bedarf einfach anzumelden. Ne? Also so die Radiologen, die haben ganz klar kommuniziert, naja, wir bieten die Untersuchung dann an, wenn ein Bedarf besteht. Und wenn aber keine Nachfrage besteht, natürlich, also wenn jetzt nie jemand kommt und sagt, hey, wir brauchen diese Röntgenschluckuntersuchung, wie können wir das irgendwie machen oder welche Möglichkeiten haben wir da in der Umsetzung oder wenn da kein Druck, also im Sinne von Nachfrage aufgebaut wird, dann wird es sich ja nie ändern. Warum sollten Radiologen plötzlich anfangen, Durchleuchtungen zu machen vom Oropharynx, wenn da irgendwie gar kein Bedarf besteht? Und das fand ich nochmal einen super spannenden Gedanken, dass wir uns nochmal in diesem Behandlungspfad einfach nochmal ganz klar machen, okay, wann würde ich denn welche Untersuchungen anfordern oder bevorzugen? Was sind meine Indikationen, was sind meine Fragestellungen? Und das dann auch ganz klar so zu kommunizieren und nicht in Anführungszeichen nur, weil ich eine Fies verfügbar habe oder leichter verfügbar habe, sagen, von vornherein sagen, ich empfehle eine Fies. Mhm. Weil dadurch ja dieser Bedarf überhaupt gar nicht ersichtlich wird und überhaupt gar kein Handlungsbedarf besteht von Seiten der Radiologie, da eine neue Behandlung oder eine neue Diagnostik mit in das Portfolio mit aufzunehmen. Ja. Die ja zugegebenerweise tatsächlich auch etwas aufwendiger ist, als irgendwie irgendwie so ein kleines Röntgenbild vom Ellenbogen zu machen. Ja. So eine Videofluoroskopie ist ja mit mehr zeitlichem Aufwand und mit sicherlich auch längerer Befundungsphase verbunden. Hm. Das kommt so ein bisschen drauf an, tatsächlich, würde ich sagen. Natürlich, wenn es komplexere Patienten sind, dann mit Sicherheit, absolut. Aber die Radiologen, mit denen ich mich da jetzt unterhalten habe, muss man natürlich auch immer gucken, wer führt es durch und wie wird es durchgeführt und was für ein Protokoll wird eingesetzt und so weiter. Aber die haben alle so gesagt, naja, eigentlich sind es zwischen 10 und 15 Minuten, wo da an Zeitressource für den Radiologen mit im Spiel sind. Also wirklich Durchleuchtung, Patient sitzt da. In der Regel ist ja die ganze Vorbereitung, Nachbereitung wird ja nicht von den Radiologen selber durchgeführt. Aber das Berichte schreiben schon, oder? Also eine Befundung, also das habe ich jetzt zumindest, aber das ist vielleicht auch so ein Unterschied zwischen Deutschland und Österreich. Ich war mal in der Klinik und ich hätte gerne eine Videofluoroskopie und in der Radiologie haben gesagt, na, das können wir nicht, weil wir da keine Erfahrung haben, habe ich gesagt, kein Problem, ich komme mit, ich schreibe auch gerne den Bericht. Geht alles nicht, weil die haben gesagt, na, das müssen wir machen, das kann keine Chance. Ja, absolut, also diese radiologische Befundung, die muss natürlich ein Radiologe machen. Also wir können keinen radiologischen Befund erstellen. Das ist ganz klar. Wo es dann hauptsächlich um solche Themen geht wie
Strukturen, was wird so, also tatsächlich so diese anatomischen Auffälligkeiten, sind da irgendwelche Auffälligkeiten, Divertikel, irgendwas Ösophagiales, irgendwelche strukturellen Geschichten. Und alles, was Funktion angeht, das könnten wir sicherlich durchaus unterstützend tun. Und bei uns war es tatsächlich schon auch so, dass der Radiologe schon seinen festen Part hatte, was Struktur angeht. Und manche Aspekte der Funktion haben wir zusammen besprochen. Das war aber häufig auch so, dass wir es mündlich besprochen haben. Bericht kam dann von der Logopädie oder von der Sprachtherapie. Und dieses ganze schluckrelevante, diese ganzen Zusammenhänge, diese ganze zeitlichen Aspekte, diese Bonusfluss im Verhältnis zu Körper, Bewegung und Biomechanik, das war alles sprachtherapeutisches Gebiet. Und ich habe da jetzt eben auch welche kennen, also mit Radiologen gesprochen, die auch die Befundung mitmachen auf einem bestimmten Level. Da muss man einfach schon auch gucken, dass, also tatsächlich, dass diese Kompetenzen, die Kernkompetenzen, die jede Profession mit sich bringt, dass die einfach maximal ausgeschöpft werden. Weil Radiologen ja gar nicht so ein tiefes Verständnis für Schluckfunktion und Auswirkungen von bestimmten Auffälligkeiten haben können, wie Dysphagietherapeuten, das ist ganz klar. Und da sehe ich eine ganz große Chance, dass man da sich auch anbietet ein Stück weit. Und wenn man dann auch schon Bilder gesehen hat, wenn man dann auch schon mit den Radiologen zusammen überlegen kann, naja, das könnte jetzt eine Folge von dieser biomechanischen Auffälligkeit sein. Oder hier, gucken Sie sich mal das an und vielleicht können wir da nochmal mit einer anderen Menge oder mit einer anderen Schlucktechnik nochmal versuchen, was rauszuholen. Dann kann das tatsächlich auch ein wahnsinniger Benefit sein, weil das wissen die Radiologen alles gar nicht. Und ich finde es total interessant, dass Radiologen, also es kommt immer sehr drauf an, da fängt es schon wieder an, was ist eigentlich eine Videofluoroskopie, also wo hört die auf und wo fängt ein Ösophagus-Breischluck an. Ja. Da muss man ganz klar mit den einzelnen Abteilungen erstmal Begriffsdefinition betreiben, weil da natürlich häufig auch bei den Radiologen sehr schnell die Ösophagusdiagnostik in den Vordergrund rückt. Und die brauchen wir ja als Teilbestand der Videofluoroskopie, dass wir so zumindest mal ein Screening machen. Dann aber weitergehend, also nochmal zu sagen, okay, wenn es jetzt um eine ösophageale Problematik geht, da sind dann definitiv die Radiologen diejenigen, die entscheiden, auch therapeutisch entscheiden. Aber dieses Bild weiter aufmachen und zu sagen, naja, Standard-Dysphagie-Patient, das ist halt vermutlich ein Patient mit eher einer oropharyngealen Problematik, also die Patienten, die häufig in Kliniken vielleicht auftauchen. Und da kann es aber durchaus sein, je nachdem kommt es wieder darauf an, wie definiert man Dysphagie. Es gibt auch Radiologen, die Dysphagie auch definieren für einen Patient, der tatsächlich ausschließlich eine ösophagiale Problematik hat. Und da miteinander in dieses Gespräch zu gehen und zu sagen, okay, was brauche ich denn jetzt als Schlucktherapeut, wenn es um die Diagnostik geht? Was ist sozusagen meine Minimalanforderung an Bildausschnitt? Und wenn man da schon mit einer gewissen, mit klaren Anforderungen ein Stück weit auch in die Radiologie geht, dann können wir viel schneller auch auf die gleiche Ebene gelangen und wissen, worüber wir sprechen. Und das ist ja im Prinzip das Gleiche, da haben wir ja bei der FIES auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, ne? Also wenn ich einen Patient irgendwo hinschicke und ich kann selber nicht mitgehen, dass ich dann ganz klar meine Hypothesen formuliere und ganz klar die Fragestellung auch mitgebe. Und das ist exakt das Gleiche für die Videofluoroskopie ein Stück weit auch. Klar, das hilft ja am Ende dann auch den Radiologinnen und Radiologen und den Leuten, die dann an der Untersuchung beteiligt sind, um dann eben auch die Fragestellung hinterher besser beantworten zu können. Weil sie dann während der Untersuchung auch schon wissen, wo sie mehr drauf achten müssen. Die können schon bei der Vorbereitung die unterschiedlichen Konsistenzen besser planen, als das... Wenn denn dann welche genutzt werden. Also das ist schon auch interessant, ne, dass in der Radiologie, also gar nicht, das ist jetzt gar nicht, das trifft jetzt gar nicht auf alle Radiologen zu, aber dass da schon auch noch häufig dieses, oh, Patient aspiriert, wir brechen sofort ab. Okay. Einfach weil dieses, ist ja in der Endoskopie auch zum Teil nicht manchmal, anders. Ne?
Weil einfach dieser Zusammenhang von ich sehe eine Pathologie und was sind aber die Konsequenzen von einer Aspiration für die Menschen gar nicht so klar sind. Müssen die Radiologen ja auch gar nicht wissen unter Umständen. Ne? Brauchen die ja nicht. Die befunden halt das, was sie da sehen. Und ich glaube, um diese rechtfertigende Indikation einfach auch zu leben, dass wenn wir die Patienten schon einer Strahlenbelastung aussetzen, dass wir dann aber auch das Maximum rausholen, dafür brauchen wir tatsächlich diese interprofessionelle Kommunikation und den Austausch. Ja. Weil sonst ist es tatsächlich für die Patienten auch nicht so gewinnbringend, wie es tatsächlich sein könnte, so eine Untersuchung. Nein, ist es nicht nur wahrscheinlich nicht, sondern ist es definitiv nicht. Vor allem ist das so schade, weil selbst wenn man dann die Untersuchung zur Verfügung hat und sie auch schnell zur Verfügung hat, dann kriegt man als Ergebnis ein Ja. Aber jetzt nicht, weil diejenigen, die die Untersuchung durchgeführt haben, irgendwie zu blöd dafür sind, sondern weil unsere Fragestellung, unsere Hypothese und unser Gespräch, unsere Kommunikation mit den Untersuchern von mir aus über einen Bericht oder über eine lose Blattsammlung einfach zu schlecht war. Ich sehe das manchmal, wir haben jetzt ja sowas wie eine Schluckambulanz und da kriege ich dann manchmal auch Patientinnen und Patienten und dann stehe ich da mittwochs morgens um 8 Uhr und da kommt ein Patient, ich kenne den überhaupt nicht, ich habe jetzt 20 Minuten Zeit, eine Untersuchung zu machen und am Ende Befund zu schreiben und der Patient ist ganz aufmerksam und sehr interessiert, hat aber auch überhaupt gar keinen Plan, worum es jetzt eigentlich geht. Frage ich halt den Patienten, wo ist ihr Problem? Und das mit dem Schlucken. Und all diese ganzen Geschichten, diese ganzen Fragestellungen, die hat ja die Logopädin oder der Logopäde oder die andere Klinik vorher alles schon mal gemacht. Die sind ja irgendwie jetzt nicht aus Spaß auf die Idee gekommen, die zu uns in die Ambulanz zu schicken, sondern schon mit einer konkreten Fragestellung im Hinterkopf. Wäre halt schön, die dann auch zu haben. Ja, ganz genau. Und deswegen finde ich es ein bisschen zu einfach gedacht, zu sagen, ich komme jetzt gerade nicht weiter, ich schicke den Patienten mal zu einer Bildgebung und die sagen mir dann schon, was ich machen soll. Ja, genau. Nee. Das ist so ein bisschen einseitig gedacht und wird dem Ganzen auch nicht gerecht. Und ich glaube, das einmal sichtbar zu machen, wie funktioniert denn so eine radiologische Befunderstellung und wer macht die denn? Oder bei der Endoskopie im Prinzip ja auch das Gleiche. Und was ist so mein, als behandelnder Therapeut, was ist auch so mein Part? Und mir geht es so ein bisschen darum, diese Verantwortung auch nochmal anzunehmen und auch ein Stück weit zu sagen, okay, wenn ich jetzt auch vielleicht gar keinen Platz habe, wo ich die Patienten hinschicken kann zu einer Röntgenschluckuntersuchung beispielsweise, gibt es nicht vielleicht die Möglichkeit, zumindest den Bedarf anzuregen, wenn ich den Bedarf sehe bei einem Patienten und das immer wieder zu formulieren, zu kommentieren und vielleicht dann mal einen Schritt weiter zu gehen, mit den Radiologen zu sprechen, weil die wissen es ja auch nicht. Okay. Die wissen das ja überhaupt gar nicht, dass es die Möglichkeit gibt. Und die Radiologen, die gehen da jetzt aber tatsächlich einen Schritt weiter und sind da jetzt bereit oder zumindest wird es jetzt auf Gesellschaftsebene forciert, dieses Thema auch da zu platzieren und auch tatsächlich Fortbildungsangebote für Radiologen in dem Bereich zu schaffen. Und dann ist es ganz klar unsere Verantwortung, auch die zu füttern sozusagen. Also einerseits mit Patienten, andererseits aber auch mit Wissen und Kompetenz auf unserer Seite, auf schlucktherapeutischer Seite, dass wir da einfach bestmöglich Hand in Hand arbeiten können. Ja. Cool. Das wäre halt so schade, ne? Die kommen uns irgendwie einen Schritt entgegen und wir lehnen uns zurück, verschränken die Arme vor der Brust und sagen, endlich bewegt ihr euch mal und jetzt hier liefern. Das ist halt auch nicht der richtige Weg. Und da gibt es sicherlich nicht die eine richtige Vorgehensweise oder den einen richtigen Weg. Das kommt natürlich auch immer sehr auf das Setting an, das wurde da jetzt auch klar, also sowohl in der Winter School als auch da jetzt in Berlin, dieses, wie baut man vielleicht auch sowas auf, wie baut man so eine Kooperation auf und da ist halt einfach Kommunikation immer der erste Schritt. Das ist natürlich leichter, wenn man in einem Haus arbeitet, wo es eine Radiologie gibt. Warum nicht da mal einen Termin machen und mal über dieses Thema sprechen?
wie sieht es denn aus mit einer Röntgenschluckuntersuchung? Da braucht man natürlich schon auch so eine klare Vorstellung, was soll denn das sein, ne, was man dann auch den Radiologen berichten können sollte. Aber da haben wir ja ganz viel Wissen, da haben wir ja ganz viele Informationen, die wir da auch mitnehmen können, auch zu diesen ganzen technischen Voraussetzungen, wo man dann auch sagen kann, okay, aber wenn, dann bitte gleich richtig mit den und den technischen Voraussetzungen. Ah. Und da gibt es jetzt dann demnächst auch ein Best Practice Paper von der ESSD, wo das auch nochmal ganz, ganz gut komprimiert zusammengestellt wurde, was man natürlich den Radiologen auch super mitgeben kann und sie dann auch wirklich mit den richtigen Informationen dann auch füttern kann. Ah. Ich finde das ganz arg relevant, dass wir da nicht nur eben, wie du sagst, schon in dieser defensiven Haltung sind, ja, aber ich habe ja keine Möglichkeit dafür. Und oft sind die Türen gar nicht so fest verschlossen, wie man vielleicht den Anschein hat. Vielleicht drückt man nur in die falsche Richtung. Oder man hat sich tatsächlich auch unbeliebt gemacht, weil man eben das nicht als Miteinander und als gemeinsames Behandeln eines Patienten sieht, sondern als ich komme jetzt hier mal nicht weiter und das macht jetzt mal jemand anders und ich mache mal in der Zwischenzeit Pause. Das ist es ja nicht, weil wenn wir eine konkrete Frage haben, die jetzt, egal ob es irgendwie bei einer oropharyngealen Dysphagie ist oder wir haben das zumindest in der Lunge halt auch oft, dass wir ösophagiale Geschichten haben, die wir dann behandeln müssen, irgendwie, weil da ist sonst niemand, der es behandeln würde. Aber dafür brauche ich noch mehr Informationen, die ich dann, muss ich zugeben, ja über die Fäß ungefähr auch so gar nicht bekomme. Da bin ich quasi auf die Videofluoroskopie angewiesen. Diesen Teil schneide ich raus, das kann ich nicht öffentlich sagen. Nein, jedenfalls sehe ich, dass wenn ich keine konkrete Fragestellung mitliefer oder auch nicht mitgehe, dann kriege ich einfach keine passenden Informationen. Und wenn ich das lange mache, dann warte ich danach sehr, sehr lange auf Termine für eine Videofluoroskopie. Wenn ich hingegen meine aktive Mitarbeit immer wieder signalisiere, indem ich eben auch ohne jetzt in persona dabei zu sein, Berichte mitliefer, Fragestellungen mit dem Patienten bespreche, sie mitschicke, auch Konsistenzen einfach schon mitgebe und sage, hier ist ein Becher Notilis, den bitte ausprobieren, dann mögen die mich. Also ohne, dass wir uns jemals sehen. Und dann kriege ich Befunde, bei denen ich denke, damit kann ich arbeiten. Das ist eine Information, die wollte ich haben. Und nicht, in den Berichten steht nie das drin, was ich wissen möchte. Ja, dann war wahrscheinlich die Frage dann falsch. Frag danach. Ja, genau. Und auf der anderen Seite aber halt auch nicht, also schon auch die Arbeitsbereiche und die von den einzelnen Berufsgruppen respektieren natürlich. Ne? Das heißt jetzt auch nicht, die Radiologie zu stürmen und zu sagen, so hier bin ich mache jetzt mal eine Videofluoroskopie. Klar. So, sondern wirklich so dieses vorsichtige, interessierte Miteinander ins Gespräch kommen. Und ich habe die Hoffnung, dass zukünftig tatsächlich zunehmend Radiologen zumindest auch schon mal den Begriff Videokinematographie, heißt ja dann bei den Radiologen häufig, oder Videofluoroskopie, dann zumindest auch schon mal gehört haben, eine Idee haben, was das heißt, und dass man dann nochmal wirklich spezifisch feilen kann, dass es dann auch nicht so ein Riesenaufwand wird, diese Untersuchungen zu machen, weil rein technisch sind die nicht aufwendig, diese Untersuchungen. Und jede Radiologie mit einer Durchleuchtungsmaschine kann das durchführen, eigentlich theoretisch. Ja. Also natürlich weiß ich, dass es verschiedene Gerätschaften gibt mit verschiedenen Geschwindigkeiten an Pulsen, die da pro Sekunde genutzt werden und so. Und da braucht man natürlich schon auch so gewisse Grundkenntnisse, wenn man sowas implementieren mag, dass man sagt, aber für mich wäre wichtig, dass wir nicht nur mit 6 oder 12 oder 15 Pulsen pro Sekunde einen Patient durchleuchten, sondern wir brauchen Minimum 25 aufgrund der schnellen dynamischen Bewegungen. Und wenn man da dann aber die entsprechende Information mitliefert und sagt, und wenn Sie sich Gedanken machen wegen der Strahlenbelastung, kann ich Sie beruhigen. Hier ist die Literatur, die sagt, dass es gar nicht so ein Riesenproblem ist für die Patienten. Ja. So. Und das finde ich tatsächlich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass man dann sagt, okay,
ist es wirklich so ein Ding der Unmöglichkeit und unbenommen? In manchen Situationen ist es sicherlich so und in manchen Settings, je nachdem, wo man sich da befindet und so, ist es vielleicht auch so. Aber wenn der Bedarf höher wird, dann können die Radiologen ja irgendwann gar nicht anders, als zu sagen, okay, dann probieren wir das jetzt einfach mal. Ja. Ja. So, das wollte ich jetzt nochmal ganz deutlich hier zum... Wie viel Zeit hast du denn mit deinen Studierenden irgendwie über Diagnostikverfahren in der Dysphagie auch so zu sprechen, dass die, wenn sie dann von der Hochschule kommen, die entsprechende Kompetenz haben? Reicht das? Da haben die sicherlich... Nee, das reicht natürlich nicht. Das reicht natürlich nicht. Ich glaube, wir sind grundsätzlich ganz gut dabei, wenn es um Unterrichtseinheiten geht zum Thema Dysphagie. Aber wenn es um Bild geht, also ich nehme mir halt für die Diagnostik grundsätzlich viel Zeit, weil ich es wichtig finde. Aber da sind natürlich klinische und apparative Verfahren dabei. Und ich habe tatsächlich eigentlich viel zu wenig Zeit für Endoskopie und Videofluoroskopie. Ich versuche, dass es Minimum pro Verfahren, ja, 3 bis 5 Unterrichtseinheiten sind. Okay. Also ich kann mich an meine Ausbildung erinnern. Und da war es so, dass irgendwie klinische Schluckdiagnostik war das einzig wichtige Thema im Dysphagieunterricht, der ja sowieso schon, also gut, ne, noch schlechter war als heute. Und bildgebende Verfahren wurden, ja, gibt's. Das war quasi alles. Ja. Das war bestenfalls eine Randnotiz. Ja, werdet ihr nie, ach. Nee, gibt es, aber vergesst es gleich wieder. Ja. Mein Eindruck ist, dass das heute nicht viel besser ist, dass die bildgebenden Verfahren schon, sagen wir, etwas mehr zeitlichen Rahmen bekommen innerhalb dieser wenigen Unterrichtseinheiten, die man für Dysphagie zur Verfügung hatte im Curriculum, aber dass die klinische Schluckuntersuchung nach wie vor einen sehr hohen Stellenwert hat. Wobei ich persönlich mit meiner heutigen logopädischen Erfahrung sagen würde, die klinische Schluckuntersuchung hat bestenfalls verdient, so viel zeitlichen Umfang zu haben wie damals die Bildgebung. Also ja, wenn halt, gibt es, reicht. Weil eine klinische Schluckuntersuchung ja im Prinzip, wenn man mal ehrlich ist, jetzt ein bisschen übertrieben, nicht wirklich was wert ist, wenn man Bildgebung zur Verfügung hat. Naja, das würde ich so nicht sagen. Aber in ihrer Wertigkeit, glaube ich, ist sie deutlich zu überrepräsentiert in der overrated Ausbildung. Overrated, meinst du? Weiß ich gar nicht, weil die ja, also bei mir ist es ungefähr auf dem gleichen Level, was das Zeitmanagement angeht. Aber die KSU ist ja schon auch das Tool, das mich ja zu meinen Hypothesen bringt. Also mit dem Ganzen, also da habe ich halt auch alles drin, was macht den Patienten aus, Anamnese, Krankheitsgeschichte irgendwie, was bringt der für eine Grunderkrankung mit. Nee, da habe ich aber auch den Hirnnervenstatus drin, das finde ich voll das wichtig. Das ist ja keine klinische Schluckuntersuchung, das ist eine ganz normale logopädische Anamnese. Klinische Schluckuntersuchungen sind diese lustigen Schluckversuche und wir schauen mal ein bisschen, wie ist es mit dem Lippenschluss und wie ist die Zungenbewegung und kann der gegen Widerstand seine Lippen schließen und kann er irgendwie, hat er einen nasalen Durchschlag bei Kikako. Also, dass ich, auch wenn ich nur eine Videofluoroskopie mache, zugegebenerweise mache ich bei den meisten Patienten nur eine Videofluoroskopie, natürlich will ich die Krankheitsgeschichte, natürlich will ich wissen, wie ist es in der Anamnese, ich will wissen, was sagen die Angehörigen, wie war die Nahrungsaufnahme, was sagt der Patient, was sagt die Pflege. Yeah. Das ist eine klinische Schluckuntersuchung, sind diese ewig langen, 120 Seiten langen Listen, die man da lernt und dann muss der Patient seine rechte Wange aufblasen und sie drücken dagegen und dann schauen sie sich die Lippenkraft und die Zungenkraft an und dann versuchen sie, dann soll der Patient die Luft anhalten und sie machen eine Tonhaltedauer und kann er spontan auf Kommando schlucken, diese ganzen klinischen Schluckuntersuchungsteile, die so aufgebläht sind. Ja gut, also ich finde einen vernünftigen Hirnnervenstatus essentiell, ich finde ohne das geht es tatsächlich gar nicht. Nein, aber gehört zu einer Videofluoroskopie oder zu einer FES dazu. Finde ich. Also zur Dysphagie-Diagnostik. Ja, ja. Das ist nicht, ganz genau. Das ist nicht klinische Schluckuntersuchung. Ja. Klinische Schluckuntersuchung ist der ganze Rest. Also quasi, für mich ist es dieser Teil, der... Aber das ist doch Hirnnervenstatus, oder? Also es kommt natürlich drauf an, es kommt natürlich drauf an, wie sie durchgeführt wird, ne? Also was sind denn die Bestandteile, die ich absolut durchführen muss,
um die aussagekräftige Erkenntnisse zu gelangen. Und wie mache ich das? Da haben wir schon das nächste Problem mit subjektiv versus objektiv. Mhm. Also wie kann ich denn wirklich motorisch oder sensorisch bestimmte Aspekte zuverlässig beurteilen und auch aussagekräftig beurteilen? Also sicherlich ist die KSU in ihrer Gänze nochmal ein ganz anderes Thema, über das man sprechen kann, aber die Frage ist doch, was ist meine Ableitung? Also ich muss mir jetzt auch nicht, das ist das, was ich immer so schön nenne mit, welche Relevanz hat denn eine bestimmte Messung oder eine Überprüfung für die Hypothesenbildung, und muss ich mich jetzt ganz viel Zeit mit Wangen und Lippen beschäftigen, nur weil ich gut rankomme und weil ich es gut sehe? Oder habe ich vielleicht noch andere Parts vom Schlucken, wo ich mich viel mehr drauf fokussieren sollte, weil es einfach für die Sicherheit und Effektivität vom Schlucken nochmal eine ganz andere Rolle spielt. Aber ich glaube, da, was ist eine gute KSU? Da können wir wahrscheinlich nochmal eine neue Wochen, Episode Stunden, draus ja. machen. Ich finde es tatsächlich schon auch relevant. Aber das Zusammenbringen dann auch von diesen einzelnen Parts, ne? Also dieses, wie, ich muss ja von der KSU, und für mich gehört da alles dazu, für mich gehört da dieser ganze Bereich der Krankheitsgeschichte mit dazu, genauso wie der Hirnnervenstatus, genauso wie, wenn möglich, Gabe von verschiedenen Boli oder von verschiedenen, ja, also Schlucken mir wirklich anzugucken. Das ist doch das, wo ich dann meine Hypothese bild für die, und dann auswähle, okay, möchte ich jetzt wenn ich eine Bildgebung brauche, eine Endoskopie oder eine Videofluoroskopie für die weitere Diagnostik. Und deswegen finde ich das auch schon gleichwertig, was die Dauer der Lehre sozusagen angeht. Und es ist ja schon so, muss man ja schon auch sagen, wenn man mit der Ausbildung fertig ist, wo kommt man dann hin und ist man dann überhaupt fertiger Dysphagietherapeut? Vermutlich eher nicht, weil die meisten würden ja sowieso noch ihren fies Zertifikatskurs machen, und das gleiche gilt für die Videofluoroskopie ja auch. Im besten Fall dann auch nochmal für andere Bereiche oder halt ein gutes Team, wo man gut eingearbeitet wird. Vielleicht braucht man gar nicht immer irgendwelche speziellen Kurse. Aber so ein strukturiertes Einarbeiten ist natürlich schon das A und O dann, um dieses Wissen auch zu übertragen in die Praxis. Okay. Ja. Weil ich höre das irgendwie an manchen Fachhochschulen, dass irgendwie die klinische Schluckuntersuchung noch so wichtig ist, und jetzt kommt das Argument, weil die Praktikumsstellen danach fragen. Und tatsächlich kriege ich das von Studierenden immer wieder mit, dass wirklich die Praktikumsstellen fragen, ja, was lernt ihr denn an der Hochschule irgendwie nicht mal mit einem Stethoskop zu hören, wie der Patient schlucken kann. Und, das ist immer eine ganz andere Herausforderung. Und ich glaube, dass es schon auf der einen Seite sehr wichtig ist, dann im Studium auch diese Verfahren, die wir zur Verfügung haben, klinische Schluckuntersuchung, Bildgebung, sehr inhaltlich ausführlich zu besprechen, aber eben auch zu besprechen, was ist eigentlich Bullshit und wie kriegt man das raus? Ganz genau. Und wie kommuniziere ich das mit einer Logopädin, die seit 20 Jahren zervikale Auskultation macht und darauf basierend dann dysphagiologische Empfehlungen abgibt? Wie sage ich der, dass das nicht funktioniert? Ja, das, absolut. Ist auch eine wichtige Kompetenz, die man irgendwie total transportieren müsste irgendwie oder teilweise einbauen muss ins Studium, weil das der Unterschied wäre zu einer Berufsfachschulausbildung. Ja, ich weiß gar nicht, ob das ein Unterschied ist. Ich glaube, die Kompetenzen brauchen ja alle irgendwie, ne? Also so diese auch ein bisschen mit der Zeit zu gehen und was wissen wir eigentlich jetzt, was wir vielleicht vor 5 oder 10 Jahren noch nicht so wussten, und wie kann man so seine Routinen auch anpassen und weiterentwickeln, weil das tut uns ja auch gut, aber wenn wir auch was loslassen können und dann Platz machen für was Neues, aber tatsächlich dieses Loslassen von Routinen ist so viel schwieriger, wie was Neues dazulernen, und ich glaube, deswegen tun sich viele auch so wahnsinnig schwer, weil man sich ja auch eine gewisse Sicherheit aneignet, also im Sinne des Handlings, ob das was bringt oder nicht, ist nochmal was ganz anderes. Aber das ist so fest in der Routine mit drin, dass man denkt, man würde einen schlechteren Job machen, wenn man was weglässt. Und das ist also tatsächlich für das Gehirn, für das Handeln deutlich schwieriger, was loszulassen,
wie was Neues dazu zu lernen. Klar. Und deswegen ist es für mich ganz arg wichtig, wenn ich jetzt, wenn wir schon dieses Thema Lehre aufgreifen, ich muss ja beides vermitteln. Und das macht es noch schwieriger, weil wir ja natürlich noch weniger Zeit haben. Aber wenn ich Verfahren, wo ich davon überzeugt bin, dass sie die in der Praxis kennenlernen werden, die aber vielleicht nicht so aussagekräftig sind, muss ich ja trotzdem die Studierenden darauf vorbereiten, dass es ihnen begegnen wird und dann aber auch Argumente an die Hand geben, warum es vielleicht keine so gute Idee ist und was man stattdessen vielleicht machen könnte. In dem Wissen, dass man halt einfach die eierlegende Wollmilchsau diagnostisch noch nicht haben für die Klinik. Und dann aber halt wirklich dieses, okay, wie kann ich mich jetzt wirklich in der Formulierung so klar ausdrücken, dass es möglicherweise nur Hypothesen sind oder dass es Verdachtsdiagnosen sind. Und dieses Feingespür. Und ich glaube, das ist genau das, um diesen Bogen oder den Bogen zu schließen zum Anfang, wo wir auch dann diesen Bedarf wecken müssen nach Videofluoroskopie. Also erstmal nach bildgebender Diagnostik generell, aber speziell halt auch nach Videofluoroskopie, indem man schreibt, nach der KSU wäre zu empfehlen, das und das und das. Mhm. Ja, Röntgenschluckuntersuchung, Videofluoroskopie. Und dann kann man ja weiter sagen, wenn man es nicht hat, muss man halt überlegen, geht man dann auf diesen Schritt zu sagen, okay, haben wir nicht, deswegen nehmen wir das andere, aber ich kriege damit meine eigentliche Frage nicht wirklich gut beantwortet. Ja. Und da zu differenzieren und da wirklich diesen Bedarf zu wecken und dann vielleicht, und wenn man die entsprechenden Ärzte vielleicht auch wirklich nervt und sagt so, ja, aber ich brauche es halt einfach eigentlich, um wirklich gut arbeiten zu können. Vielleicht ist immer dann irgendwann mal ein Schritt weiter, dass man dann sagen kann, alles klar, dann rufen wir jetzt mal die Radiologie an oder gucken wir mal, wo wir das vielleicht dann doch machen können. Ja. Das, eigentlich wäre das ein schönes Schlusswort, aber ich muss in dein Schlusswort noch mal ganz kurz reingrätschen. Dieses Irgendwann ist ein unglaublich gut definierter Begriff in Spitälern und definiert einen Zeitraum von ungefähr 15 Jahren von jetzt an. Aber das ist okay, wenn man sich da einmal drauf eingelassen hat und sich denkt, okay, wir bringen solche Veränderungen auf den Weg, aber wir werden sicherlich nicht diejenigen sein, die diese Veränderungen noch im Berufsalltag erleben, glaube ich. Außer man hat unglaublich viel Glück, das kann einem natürlich auch passieren, aber tatsächlich ist es ja so, es gibt ja so Untersuchungen, wie lange es in bestimmten Berufsgruppen dauert und in der Logopädie von der Erkenntnis bis zur Umsetzung sind es 15 Jahre und das ist traurig. Ja. Auf der anderen Seite ist es ja auch gut, wenn man was hinterlässt für die Nachwelt. Das wären Erkenntnisse, die wir dann heutzutage treffen. Ja, wenn halt keiner anfängt, so Veränderungsprozesse einzuleiten, dann dauert es noch länger. Genau. Ja. Dann wird es irgendwann zu einem Nie und das wäre wirklich schade, weil wir haben die Tools. Genau. Wir haben sie ja da. Und im Gegensatz zur Videofluoroskopie, im Gegensatz zur FES, rennen die Radiologen uns die Hütte ein und nicht umgekehrt. Hm. Das ist ja schon auch eine sehr schöne, also ein sehr positives Unterscheidungskriterium. In den beiden Geschichten des Einsatzes der beiden relevantesten Bildgebungen. Auch das werde ich rausstreichen, das habe ich nie gesagt. Beiden relevantesten Bullshit. FES. FES für immer. Ich bin Team FES. Wenn ihr auch Team FES seid, schreibt mir in die Kommentare. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, lieber Alex. Das lassen wir jetzt genau so stehen, sonst können wir wahrscheinlich noch eine Stunde sprechen. Ach, in diesem Sinne, das ist nix. Ach, mit dem Thema Videofluoroskopie und FES. Und Steffi, vielen Dank für das Gespräch. Stay hungry. Sehr gerne. Stay tuned. Ciao.